we're dealing with a space where a mate should be filled with either leftover stuff from an old relationship. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Raum, wo der Raum gefüllt ist mit dem, was übrig geblieben ist, aus alten Beziehungen. Fantasies about a non-existent future relationship. Fantasien über eine nicht existierende Zukunftsbeziehung. So, and in the fantasies about, I mean, in the what did I say? The leftover things from an old relationship. That's including somebody who has died. Und das, was übrig geblieben ist aus alten Beziehungen, das beinhaltet auch jemanden, der gestorben ist. So what we've got is a space filled with stuff from the past or stuff from the future. So was wir haben, ist dieser Raum, der gefüllt ist mit diesem Zeug aus der Vergangenheit souvenirs, oder aus der Zukunft. Souvenirs or fantasies. Erinnerungen oder Fantasien. And neither one of those is life. Neither one of those is life. Und keine der beiden ist Leben. Life happens in the present. Leben passiert jetzt in der Gegenwart. So the process by which you would go through to empty the garbage can. So der Prozess, wo ihr durchgehen werdet oder durchgehen müsst, um den Mülleimer zu leeren, is really straightforward. Der ist wirklich geradeaus. You go through your photograph album. Ihr geht durch euer Album mit Fotografien. You burn the old pictures. Ihr verbrennt die alten Bilder. I'm serious. It's straight. Ernsthaft. Geradeaus vorwärts. And you'll be surprised at your resistance to that. Und ihr werdet überrascht sein über euren Widerstand dazu. Pay attention to that resistance. Seid Aufmerksamkeit auf diesen Widerstand. If you're really interested in relationship at the level you're talking about. Wenn ihr wirklich interessiert seid an Beziehungen auf der Ebene, wo ihr jetzt drüber redet, you'll that resistance makes it impossible. Macht es dieser Widerstand unmöglich. So pay attention when you're ripping up those pictures, burning these pictures. So seid aufmerksam, wenn ihr diese Bilder zerreißt und wenn ihr sie verbrennt. And all this stuff comes up. Und all dieses Zeug hochkommt. Like really let it come up. Dann lasst es wirklich hochkommen. Really. Like really go, you know, cry, you know, do Mister, rage work. Wirklich, dann macht Wutarbeit und weint. You know, really, really go through it. Geht wirklich durch. Let it come out. Lasst raus. Don't pretend like it's not there. Tut nicht so, als wäre es nicht da. You have all that stuff. Ihr habt all das Zeug in the space where a mate should be. So that you don't feel these things. In einem Raum, wo der Partner sein sollte, so dass er das nicht fühlen müsst. When you end a relationship, you grieve. Wenn ihr eine Beziehung beendet, dann trauert ihr. If you have not grieved an ended relationship, it's not complete. Und wenn ihr den nicht betrauert habt, dann ist er nicht komplett. You know, the woman I was with for an hour and a half, I had to go through a grieving process. Die Frau, mit der ich für anderthalb Stunden zusammen war, da musste ich durch den Trauerprozess gehen. So you go through the boxes, you get out the old letters, you burn them. So ihr geht durch die Schachteln, holt die alten Briefe und ihr verbrennt sie. I didn't say read them and burn them. Ich habe nicht gesagt, dass ihr sie lesen sollt und verbrennt. I didn't say burn most of them and save just a couple. Ich habe gesagt, dass ihr die meisten verbrennen sollt und ein paar aufheben. I said you go through the box, get out the letters and burn them. Ich habe gesagt, geht durch die Schachteln, holt die Briefe raus und verbrennt sie. You know, the coat that he gave you, wisst ihr, den Mantel, den er euch zieht, trash it, schmeißt ihn weg. Get it out of your life. Tut ihn aus eurem Leben raus. Don't give it to your sister, where you'll see it next Sunday. Gebt ihn nicht eurer Schwester, wo ihr nächste Woche seht. The necklace, sell it. Das Armband, verkauft. You know, the ring, sell it. Die Ringe, verkauft sie. The earrings, trash them. Die Ohrringe, schmeißt sie weg. You know, clean the place out. Clean it out with the souvenirs. So macht es sauber. Macht sauber mit diesen Erinnerungen. It's really simple and straightforward. Es ist wirklich einfach und geradeaus. And nobody can do it but you. Und niemand kann es tun, außer euch. I had one of those photograph albums. Ich habe eines dieser Fotografiealbum gehabt. When I was moving from one place to another with my wife, als ich umgezogen bin mit meiner Frau, she saw it. Hat sie es gesehen. It disappeared. Und es ist verschwunden.
couple months later, I was going to go look at it for some reason. Und ein paar Monate später wollte ich das mal ansehen. I was going crazy, man, trying to find this thing. Und es hat mich wirklich verrückt gemacht, das Zeug zu finden. I know where I put my stuff. Weil ich weiß, wo ich mein Zeug lege. And it wasn't there. Und es war nicht da. You know, I said, have you seen this thing? I'm looking for this thing. So letztendlich habe ich gesagt, hast du es gesehen? Ich suche es überall. Irgendwo muss es sein. Oh no. No, ich habe es nicht gesehen. A couple more months go by. Nach weiteren zwei Monaten. Finally, you know, I said, I'm really just going, you know, I need this, I need it. Where is it? Am Schluss habe ich gesagt, ich brauche es. Wo ist es? Threw it away, she said. Ich habe es weggeschmissen, hat sie gesagt. So, of course, it should have been thrown away. Natürlich hätte es weggeschmissen werden sollen. But it was a scar. That was a scar for our relationship. Aber das war eine Narbe in unserer Beziehung. That cannot be thrown away except by me. Das kann nicht weggeschmissen werden außer von mir. When and I was ready to throw it away. Und ich war bereit, es wegzuschmeißen. I got a piece of cardboard. Piece of like paper, hard paper. Ja, ich habe so ein Stück Pappendeckel gehabt, Pappe. I wrote on it, this is my notebook collection of all the photographs and articles about my old girlfriends. Ich habe draufgeschrieben, das ist die Kollektion aller Bilder, Fotografien aller meiner alten Freundinnen. And I did a little ceremony. I took it to a fire and I burned it. Und ich habe eine kleine Zeremonie gemacht. Ich habe es zum Feuer getragen und ich habe es verbrannt. You know, and that did it. Und das hat es dann gemacht. So it's like that. It's that simple. So einfach ist es. So ähnlich wie das. Einfach. The fantasies. Die Fantasien. You know those videos that you have, the collection of videos so, with those women on it. Diese Videos, die Videokollektion, die ihr habt, mit diesen Frauen drauf, mit diesen Männern, mit diesen Typen. You know, trash them. Schmeißt sie weg. Just don't watch them. You know. Schaut sie nicht mehr an. You know. Pay attention. You know when you are in a fantasy about this stuff. So seid aufmerksam, weil ihr wisst genau, wenn ihr in einer Fantasie seid mit dem Zeug. The magazines, guys. Die Magazintypen. I mean, they are everywhere. Wisst ihr, die sind überall. You walk down the street and there's naked women everywhere. Wisst ihr, lauft die Straße runter, denn da sind nackte Frauen überall. The culture does not support what we're talking about tonight. Unsere Kultur unterstützt das nicht, worüber wir heute Abend reden. The culture supports neurosis. Unsere Kultur unterstützt Neurosen. So when you're walking down the street, you know. So wenn ihr die Straße runterlauft. You know, your tongue's hanging out and slime. Ihr seid die Zunge hängt raus und der Schleim tropft euch, der Speichel tropft euch runter. Your girlfriend's going, come on, hubby. And he's like, you know, when this is happening, und wenn das passiert, relationship can't happen. Kann Beziehung nicht passieren. It's up to you to blow the fantasies away. Es liegt an euch, dass ihr diese Fantasien wegschmeißt. And you know, it pisses me off sometimes. Das macht mich wirklich wütend manchmal. I live in Paris. I mean, I live in France. Ich lebe in Frankreich. And I have to travel through Paris. Often. Und ich muss durch, wenn ich reise durch Paris. And I'm going through the metro, the subway system. Und ich gehe durch die, mit der U-Bahn durch and Paris. Where I live in France, I live on this kind of farm. It's like out of the way from the city. Und wo ich lebe in Frankreich, das ist auf einer Farm draußen im Land, weg von der Stadt. I live there with my wife and my two children. Ich lebe da mit meiner Frau und meinen zwei Kindern. And some other friends. Und einigen anderen Freunden. And so we live out there, and then I go into this city, and I'm in this city in these tubes, and these tubes are lined with pictures of naked women. So dann komme ich aus meiner Umgebung, gehe in die Stadt ins U-Bahn-System, sitze in dieser Röhre mit all diesen Bildern. And I remember one time I was so mad. Und ich erinnere mich einmal, war ich so wütend. Like the abuse, the abuse of me by that. Der Missbrauch, der da passiert, der Missbrauch von mir durch das. Really, I was ready to, you know, spray paint. I was ready to burn and trash and like. Also ich war so weit, dass ich das hätte anbrennen können. Take everything down and make, you know, like this building, like this. Anmalen, wegreißen. So wie dieses Gebäude hier, das hier ist ein Raum. This room is not contaminated by that neurotic producing art, you know, that influence. Yes.
dieser Raum ist nicht verseucht mit diesem neurosenproduzierenden Einfluss. So if you're going to do this kind of preparatory work, this is preparatory work you're doing. Preparatory? Yes, it's preparing you. It's the initial vorbereiten. So wenn ihr bereit seid, diese Arbeit zu tun, wenn ihr vorbereitet, diese Arbeit zu tun. If you're going to clean out this place where you can have 100% committed mate. Wenn ihr bereit seid, wenn ihr anfangt, diesen Raum zu leeren und euch verpflichtet, einen hundertprozentigen Partner haben zu können, then you're going to have to work. Dann müsst ihr arbeiten. And there's not much support for it out there in our culture. Und es gibt nicht viel Unterstützung draußen in unserer Kultur für das. It's just the way it is. So ist es. It's what you're up against. Das steht für euch an. Dagegen müsst ihr ankämpfen. So that, you know, that's what we have to need to do to start to do that. Das ist das, was wir tun müssen. When you have, if you're not in relationship, wenn ihr nicht in Beziehung seid, and you think you want to be in relationship, und ihr denkt, dass ihr in Beziehung sein wollt, and you have a pretend mate or a partial mate or a leftover mate in und that wenn place, ihr einen Teilpartner habt oder einen Partner, der noch übrig geblieben ist aus der Vergangenheit. Oder einen, so der so einen halben, der aus der Zukunft da ist, then you are not available. Dann seid ihr nicht, steht ihr nicht zur Verfügung. You are not available for a relationship. That space is filled. Ihr steht nicht zur Verfügung für Partnerschaft, weil dieser Raum bereits gefüllt ist. So if you're looking for a partner, clean it. So, wenn ihr nach einem Partner schaut, dann räumt auf. Macht sauber. I am not saying then that you go around. Ich sage nicht, dass ihr dann rumlauft und like vulnerable, verletzlich. You know, like take me. So dass er nimm mich. I'm not saying you be naive. Dass ich sage auch nicht, dass er naiv sein soll. Some people have that space filled. You know, manche Leute haben den Raum gefüllt mit. In America, we put real marriage rings on this finger. In Amerika machen wir Eheringe auf diesen Finger. In Germany, they put my space is filled rings on this finger. Also, in Deutschland haben die "Mein Raum ist gefüllt" Ringe an der Hand. Right, isn't this an engagement ring? Ja, das ist ein Verlobungsring. Right. So there's a lot of women who are single women who wear these rings to defend themselves. So es gibt viele alleinstehende Frauen, die diesen Ring tragen, um sich selbst zu verteidigen. Right. Richtig. You go around, people look. Oh, she's already taken. So ihr schaut es an, schaut auf die Hand und ihr seht, oh, und ihr sagt. Oh, sie ist bereits vergeben. It's a game. Das ist ein Spiel. It's a neurotic game and your space is filled. Es ist ein neurotisches Spiel. You are not, you cannot be a relationship. So get rid of the ring. Quit lying. So hört auf zu lügen. Werdet den Ring los. You know, be you and seid ihr und as an adult woman, als eine erwachsene Frau, you are protected without having to fill that space. Seid ihr beschützt, ohne dass dieser Raum gefüllt ist? If you're a woman with your voice and the ability to make boundaries, wenn ihr eine Frau seid mit ihrer Stimme, die die Möglichkeit hat, Grenzen zu setzen, and say yes and say no, und die Ja und Nein sagen kann, with clarity, mit Klarheit, with presence, mit Gegenwart, you know, you are untouchable. Wisst ihr, ihr seid eigentlich unerreichbar. In terms of abuse, in im Bereich, dass ihr misshandelt oder missbraucht werden könnt. You are protected because you are a woman. Ihr seid geschützt, weil ihr seid eine Frau. It's done. Sie ist erledigt. You don't need the garbage. Erledigt. Ihr braucht nicht diesen ganzen Scheiß. So, when you go and when you clean out that place, wenn ihr diesen Platz säubert, then you are, then it's possible for a relationship to occur. Dann ist es möglich für euch, dass Partnerschaft, dass Beziehung entstehen kann. And when a partner shows up, und wenn ein Partner kommt, and you commit, und du dich verpflichtest, then that's the beginning of the experiment. Dann ist das der Beginn des Experiments. Because when you commit 100%, weil wenn du dich 100% verpflichtest, no back door, keine Hintertür, no garbage, kein Scheiß, kein Müll, going for it. This is it. We're going for it. Das wirklich loslegst. I want to call it a chamber or room or space of the relationship. Ich möchte das den Raum nennen, der Raum der Beziehung. The relationship seals. Dann versiegelt sich die Beziehung.
When the relationship seals, wenn die Beziehung sich versiegelt, the temperature starts to rise. Dann fängt die Temperatur an höher zu werden. The heat starts to build. Die Hitze kommt. It starts to get hotter. Es wird heißer. Do you know what I'm talking about? Wisst ihr, von was ich spreche? Okay. So what? That's what we're looking for. That's where relationship that has magic begins. So das ist da beginnt Beziehung mit Magie. So I want to say something else. Ich will was anderes sagen. There's men and there's women. Das sind Männer und Frauen. Men are really good at doing things. Männer sind wirklich gut, Dinge zu tun. You know, we can fix things, wir können Dinge reparieren, build things, Dinge bauen, we can make things, Dinge machen, go places, irgendwo hingehen, really great driving, wir sind wirklich gut im Fahren, you know, really great playing sports, wir sind wirklich gut im Fußball spielen, Sport, you know, fishing, hiking, jogging, you know, we're mountain climbing, Bergsteigen. Look at these boots. These are men's boots. Es sind Männerschuhe. This is about men. Darum geht's bei Männern. Men know about doing. Männer wissen über tun. Okay. And there's women. Und das sind Frauen. You know, women really. Women really could give a shit about doing. Mr. Wirklich, Frauen können eigentlich Scheiß drauf geben, you know, was tun. The arc, what woman is. Was Frau sein bedeutet ist. It's a totally different thing from that. Das ist was total anderes von dem. Woman is being. Frau sein bedeutet sein. So, in terms of relationship. Wenn wir jetzt über Beziehung sprechen. There are some doing things about relationship. Da gibt es einige so diese tun Dinge, diese aktiven Dinge in der Beziehung. Like you know, in the coupled relationship, it's the man's job to kill the spiders. So in dieser Beziehung ist es ein Mann sein Job, die Spinnen umzubringen. I mean, you might laugh. Vielleicht lacht ihr. There's a lot of men in relationship with the woman. Aber es gibt sehr viele Männer in Beziehung mit einer Frau. Who let the women do that? Who like force the women to do that? Because they don't do it. Die lassen das die Frauen machen. Die it's the man's job to put the mouse trap out there. And es ist der Männer sein Ding, die Mausfalle aufzustellen. And to go get the dead mouse and put it in the trash can. Und die tote Maus zu nehmen und in den Abfall zu schmeißen. That's the man's job. Es ist die Männer, das ist was der Mann tun muss. It's the man's job to change the light bulbs when they're dead. So es ist die Männerarbeit, die Glühbirne zu wechseln, wenn sie kaputt ist. It's the man's job to fix the leaking faucet. Es ist der Mann sein Job, den tropfenden Wasserhahn zu reparieren. If you have a car, it's the man's job to keep that car in good running order. Brakes. So wenn ihr ein Auto habt, dann ist es ein Mann sein Job, das Auto wirklich in Ordnung zu halten. Change the oil. Das Öl zu wechseln. You know, handle the car. Also das ganze Auto zu bewegen, zu betreuen. It's the man's job to handle the checkbook. Es ist ein Mann seine Aufgabe, das Konto zu führen. A balanced checkbook. Ein ausgeglichenes Scheckbuch zu haben. You know, that handles 70% of problems in couples. 70% der Probleme in Beziehungen sind es. A balanced, you know, if the man says, hey. Wenn der Mann sagt, hey. I am balancing the check. The checkbook is my business. Wenn er sagt, das Scheckbuch ist mein Ding. Meine Aufgabe. Darum kümmere ich mich. You don't have to worry about it. Du musst dich darum überhaupt nicht kümmern. To the woman. The woman. Wenn er das zu der Frau sagt, die Frau. I want to tell you that I did that. Like, ich will euch sagen, ich habe das gemacht. I did that with my wife about 3 years ago. Ich habe das mit meiner Frau gemacht vor ungefähr 3 Jahren. Our relationship totally reordered. Und unsere Beziehung hat sich total regeneriert. I went, shit, I'm gonna this. Ich habe angefangen, oh je. Ich muss die Rechnungen bezahlen. All these bills and papers. All diese Rechnungen und Papiere. We don't have enough money to pay these bills. Wir haben nicht genügend Geld, das zu bezahlen. You know, and I didn't go to her once. Und ich bin nicht einmal zu ihr gegangen. I went to my men's group. Ich bin in meine Männergruppe gegangen. Help me!
and they did. Die haben mir geholfen. And I got a system now that's cool. I mean, ich habe ein System, das ist wirklich toll. It works. Und es funktioniert. You know, I spend a couple hours a week and it's handled. Ich verbringe damit ein paar Stunden in der Woche und We're going somewhere now. We're starting to lay the map here. So, wir gehen jetzt irgendwo hin. Wir legen jetzt die Landkarte hier aus. For a 100% committed relationship. Für eine hundertprozentig verpflichtete Beziehung. So men know about doing. So, Männer kennen sich aus mit Dingen, die getan werden müssen. Doing things in relationship. Und es gibt einige Dinge in Beziehungen, die getan werden müssen. Women know about being. Frauen kennen sich aus mit Sein. I can't even say no. I can't even say they know about it. Ich kann noch nicht mal sagen, dass sie es wissen. Women are being. Frauen sind das. Now, relationship. Und jetzt Beziehung. Is mostly about being. In Beziehung geht es meistens um Sein. So, guys, what do we do? So, Typen, was machen wir jetzt? It's really uncomfortable for a guy. Es ist wirklich unkomfortabel, ungemütlich für einen Mann. To go into a domain. In eine Domäne zu gehen, in ein Territorium. Where he doesn't have it where he can't handle it with his Swiss Army knife. So, wo das nicht erledigen kann mit seinem Schweizer Armeemesser. You know that if you're going to have a relationship with a man, you're going to have to understand that when you begin. Wenn ihr eine Beziehung mit einem Mann haben wollt, müsst ihr das verstehen, dass wenn ihr beginnt, he's going to try to deal with everything with a Swiss Army knife. Dass er, wenn er anfängt, dass er alles erledigen will mit seinem Schweizer Armeemesser. It's all we know. So, wirklich, das ist alles, was wir wissen. And we will try, and we will try. Und wir werden versuchen. The woman, she's going to be gone. Und die Frau fängt an. Or she could be gone, you know, there's other things she could be doing. Also, gibt's noch andere Dinge, die sie tun könnte? So, it is incredibly frustrating. Es ist wirklich total frustrierend. I'm talking, you know, there's a scale of 1 to 10. Ich rede davon von einer Skala von 1 bis 10. I'm talking about 50. Ich rede über 50. That's how frustrating it is for a woman. So frustrierend ist das für eine Frau, to try to create relationship with a man who's got a Swiss Army knife. Eine Beziehung mit einem Mann aufzubauen, der ein Schweizer Armeemesser hat. And that's the situation we're in. Und das ist die Situation, in der wir sind. Women are relationship. Frauen sind Beziehung. And men are doing all this stuff. Und wir Männer, wir machen all die Dinge. So, like, how do we do this? Wie machen wir das? So, it's really going to be up to the man. So, es liegt wirklich an den Männern. To, like, get off it in a certain way. Dass die damit auf eine bestimmte Art und Weise aufhören damit. So. Maybe we're going to take a break now, you know. So, vielleicht machen wir jetzt am besten eine Pause. Because we're about to get into like maybe there are some men who want to leave. So. Wir kommen da jetzt irgendwo rein, vielleicht gibt es einige Männer, die gehen wollen, lieber. You know, they probably came here in magic relationships. So, die sind vielleicht hergekommen, Magie, Beziehung. A special kind of red kind of condom with these, like, the things that come out, you know? So, das ist vielleicht so ein Kondom, wo die roten Dinger rauskommen. You know, I'll sell us a dozen of those men. Und der verkauft uns ein Dutzend von Magic Dinger. Happens. Magie passiert. So, we're going to take a break now for about 15 minutes. Aber wir machen jetzt 15 Minuten Pause. I'd like you on this break. Ich möchte, dass ihr in dieser Pause to really, like, from some of the things we've been talking about, let the questions bubble up. So, lasst die Fragen sich entwickeln, lasst die Fragen hochkommen. And we'll spend most of the rest of the evening taking questions, doing questions. Und wir werden die meiste Zeit des restlichen Abends damit verbringen, dass wir eure Fragen beantworten. Couple things on the break. Ein paar Dinge in der Pause. If you smoke, please go all the way outside the building to smoke. Wenn ihr raucht, geht bitte ganz raus aus dem Gebäude, um zu rauchen. The restrooms, can you tell where the restrooms are? Ja, wenn ihr nach außen geht, links, rechts rum und dann links im Vorraum sind die Toiletten auf der rechten Seite.
We have some information back here at the desk with Silke. Wir haben ein paar Informationen am Tisch hinten bei Silke. She has a paper. If you'd like to put your name on the paper, we'll just keep you informed about future talks that we're having. So, sie hat da ein Papier ausgelegt. Wenn ihr an weiteren Vorträgen interessiert seid, könnt ihr einen Namen da eintragen, dann kriegt ihr weitere Informationen von uns. Silke, any other announcements on this break? Silke, noch irgendwelche Ankündigungen für diese Pause? Nein, ich möchte darauf hinweisen, dass wir auch die nächsten Vorträge haben. Great, good. So, about 15 minutes, come on back, we'll start again. Nach 15 Minuten kommt ihr wieder und dann fangen wir wieder an. Ich möchte zwei kleine Dinge erklären. Us as human beings, we have some considerations about how things are supposed to be. Wir als Menschen, wir haben ein paar Annahmen, dass wir denken, wie die Dinge sein müssen. And we think that our considerations or our opinions are correct. Und wir denken, dass unsere Gedankenhaltung, unsere Einstellung korrekt ist. So, for example, we have opinions about which way the toilet paper should come off of the roll. Wir haben zum Beispiel Gedankenhaltungen dazu, auf welche Art und Weise das Toilettenpapier aufgenommen auf dem Rand rauskommen soll. Should it come off the outside like this, like your mother made it? Like your mother made it like that. So, wisst ihr, eure Mutter hat es so gemacht. Soll es rauskommen, dass die Oberseite rauskommt? Or should it be around the back way? Oder soll es umgedreht sein, dass es hinten kommt? That's an opinion that is a consideration. It's a significant consideration. Wisst ihr, das ist eine wirklich ganz bedeutende Haltung dazu. When a man shaves the hair off of his chin, the tiny hairs come all over there. Does that really matter? Wisst ihr, wenn ein Mann sich rasiert und die kleinen Haare da runterfallen und überall rumliegen, man wirklich, macht das wirklich was aus? So. Wirklich. You know, this toothpaste, do you just squeeze the thing in or do you roll it up? Wisst ihr, mit der Zahnpasta, drückt ihr einfach drauf oder rollt ihr die hoch? Okay. Like, these are crucial, these are very important things to people, our psychology. Wisst ihr, das sind sehr, sehr wichtige Dinge für den Menschen, für unsere Psychologie. So, like, who's right? So zum Beispiel, wer hat recht? So, you know, I'm right. Ich habe recht. She's right. Na, sie hat recht. She is right. Na, sie hat wirklich recht. Are you right? Hast du recht? Okay. Is your husband here? Ist dein Mann da? Your husband here. Ist dein Mann da? Okay. Is it okay if I ask you a question? Ist das in Ordnung, wenn ich dir eine Frage stelle? Now. Jetzt. Like, are there any of those things, little tiny considerations? Gibt's da eines dieser kleinen Dinge, diese Haltung bei dir? About your husband. Über deinen Mann. That really bother you. Das dich wirklich ärgert, wirklich was ausmacht. Just little tiny things. So diese kleinen Dinge. You know, maybe he slams the door. Zum Beispiel vielleicht schlägt die Tür einfach immer zu. Maybe he, maybe here's a good one. So. Da ist ein gutes, pass mal auf. Like when, at what point? Is a garbage can full? So zum Beispiel, an welchem Stadion ist ein Abfalleimer voll? Da or hier oder da? People like, just like really. Now that's, do you have considerations like that? Hast du da Einstellung zu Haltung? No, excuse me. Okay, anybody, yeah, are those things, do they come up in your life? So, passieren die Dinge in meinem Leben? So this is part, this is another place where we are blocked. So, this is ein anderer Platz, wo wir blockiert sind. So, I want to tell you something about you. So, ich möchte euch was erzählen über euch. You are awesomely powerful.
powerful creator. Ihr seid, eines will ich euch sagen, ihr seid wirklich super Erfinder, Schöpfer. You create. Ihr erschafft. Every aspect and every nuance. You know what a nuance is? Yeah. Jeden Aspekt und jede Nuance. You create every tone and mood and little thing that happens in your life. Ihr kreiert all das, diese kleinen Dinge, die kleinen Töne, Nuancen, die in eurem Leben passieren, geschehen. Now we don't know that. Wir wissen das nicht. Because we have so many little games going on. Weil wir haben so viele kleine Spiele, die da am Laufen sind. We have so many little payoffs about our games. Wir haben so viele. Das ist toll, dass wir kriegen so viel zurück durch unsere Spiele. You found one? So. Go ahead. Also Gerd geht immer gerne mit ganz nassen Füßen auf den Badewand, also auf den Badewandvorleger. Can you hear her in the back? Did you say that auf Deutsch? Ja. Also Gerd geht sehr gerne mit patschnassen Füßen auf den Vorleger vor der Badewanne. But he usually likes to go with really wet feet in the bathroom. Yes. The und am nächsten Morgen ist er immer noch nass. Und dann komme ich mit meinen trockenen Füßen auf den nassen Vorleger. Und dann habe ich auch nasse Füße. Und dann bin ich ärgerlich auf ihn. Great. How long does that anger last in the day? So wie lange hast du diesen Ärger am Tag? Manchmal den ganzen Tag. Manchmal den ganzen Tag. Sometimes. I'm going to tell you. Ich werde euch sagen. It lasts months. Monate. I'm going to tell you that you are still angry about it right now. So ich werde euch sagen, du bist immer noch ärgerlich, immer noch jetzt auch in der Ärger. Is that true? Ist das wahr? Yeah. I want to tell you. Ich werde sagen, dass that you create the internal state that you're calling anger in order to serve a purpose that is destructive to your relationship. Can you repeat that? I want to tell you. Ich will dir sagen, that you, dass du, create, erschaffst, the internal state that you call anger. Dass du dieses innere Stadium selbst erschaffst, das du Wut nennst. In order to serve a purpose, um einem anderen Zweck zu dienen, that is destructive to your relationship. Der destruktiv für deine Beziehung ist. You have that kind of power in your life. Ihr habt diese Art von Kraft in eurem Leben. Now let me ask you this. Na, lass mich dich das fragen. Is he wrong with that? Hat Unrecht damit? Mal wirklich. Is that right or wrong? Is this wrong? Yeah, so ist falsch. It's wrong to do that. Aber es ist falsch, dass das tut. So Gerd is wrong. So Gerd ist falsch. Right? Richtig? Yeah, okay. He is wrong. So ist falsch. So it's not that you're making him wrong. Es ist nicht, dass du ihn falsch machst. No. See, nein. He is wrong. Er hat Unrecht, er ist falsch. And you're just trying to teach him. Und du bist nur dabei, ihn zu unterrichten. You're just trying to point it out to him how wrong he is. Und du findest heraus und deutest ihm an, wie Unrecht er hat. Right? Yeah. Richtig. How many people do that in their relationship? Wie viele machen das in ihrer Beziehung? Thank you. Okay. So, if we have the capacity, so wenn wir die Kapazität haben, to make a pig out of our partner, aus unserem Partner ein Schwein zu machen. See, I'm saying that she's really creating. Was ich sage ist, dass sie wirklich
Gerd is wrong. Gerd kreiert, dass er Unrecht hat, dass er falsch ist. If we have this incredible capacity to create, and what she's invested in is creating Gerd wrong. So wir haben wirklich diese kraftvolle Möglichkeit der Kreation. Und was sie damit gemacht hat, sie hat es kreiert, dass Gerd Unrecht hat, dass er falsch ist. We do that. Wir machen das. This is the human condition. Das ist die menschliche Kondition. That phenomena known as pig making. Das Phänomen, das wir als Schweinemachen kennen, is not supportive of relationship. Das ist keine Unterstützung für Beziehung. It's supportive of drama. Das unterstützt Drama. And so this is the condition in which worth considering. Und das ist die Kondition, wo es wert ist, dass wir in Betracht ziehen the possibility, die Möglichkeit of a 100% committed relationship, einer 100%ig verpflichteten Beziehung, in which something more could occur, in der einiges mehr entstehen könnte, that we don't even know really what it is yet. Dass wir eigentlich noch gar nicht wissen, was das wirklich ist. Each of us has had experiences of moments. Jeder von uns hat Erfahrungen von Momenten gehabt. Of pure being in relationship. Von ganz klaren, purem Sein in Beziehung. We know what that is. Wir wissen, was das ist. We've had moments of it. Wir hatten Momente davon. Glimpses. Ganz kleine Glimpse darauf, kleine Augenblicke. For how many people was that the most awesome experience in their life? Für wie viele Menschen war das die größte Erfahrung in ihrem Leben? Thank you. Danke. So, what we're looking at is that is a possibility. Half of us have had that experience. So, wonach wir schauen, ist nach dieser Möglichkeit. Die Hälfte von uns hatte diese Erfahrung. And it is impossible if we are pig making. Und das ist unmöglich, wenn wir Schweine machen. So this is like, that's what I wanted to talk about, is the set of conditions that we are dealing with. So darüber wollte ich reden, dieses Set von Konditionen. As untrained human beings. Als untrainierte Menschen. With the capacity for an unlimited fineness of relationship. Mit der Kapazität einer unlimitierten Feinheit in Beziehung. That's it. I mean, that's what we're up against. Das ist es. Da wollen wir hin. Steht an für uns. And creating magic in your relationship now. Und Magie in eurer Beziehung jetzt zu kreieren, has to do with these kinds of details. Hat mit diesen Details was zu tun. So I want to just open the floor to questions at this point and. So. Ich möchte jetzt den Raum öffnen für Fragen zu diesem Zeitpunkt und please stand up. So, bitte, bitte aufstehen und umdrehen. Ja, ich wollte fragen, Prinz hat am Anfang gesagt, am Ende jetzt vom ersten Teil des Vortrags, dass es Männer halt mit ihrem Messer und Glühbirnen und so auswechseln. Und die fällt nicht nur Glühbirnen auswechseln an, sondern auch Wäsche waschen und Boden schrubben. Wer das denn macht, wenn es Aufgabe der Frauen ist, zu sagen? So die Frage geht eigentlich nach Männern und nach Frauen. Who's creating activities about washing it then, if it's only for a woman to be? Who's doing that to you? Or, you know, cleaning and all this kind of thing. Cleaning and all this. Thank you. This picture about the May and the river, sort of. So I have more have the feeling that it's something with the feeling, not with the picture. Okay. Is your partner here? Is dein Partner here? Let's do something. Lass uns was tun. Will you come up, both of you? Möchtet ihr beide herkommen, bitte? So, one thing I want to say is that in my experience. So ein Ding, das ich sagen möchte, dass in meiner Erfahrung soweit. That every
every time a woman has a complaint about something, jedes Mal, dass wenn eine Frau sich über was beschweren muss, or a problem about something, oder ein Problem damit hat, or a question about something, oder eine Frage damit hat, that what she is attempting to create is relationship. So was sie damit eigentlich tun will, ist, dass sie Beziehung kreieren will. And from a man's point of view, und aus Männer, aus der Sicht der Männer, what she's trying to create is a problem. Was sie versucht zu tun, ist ein Problem zu kreieren. It's like, you know, so ist es ungefähr so. This is what we're faced with. So damit müssen wir uns auseinandersetzen. So I happen to know Dirk. So ich kenne zufälligerweise Dirk, er ist ein Freund von mir. I'm sorry, I don't know your name. So es tut mir leid, ich kenne deinen Namen nicht. Hi. So I know Dirk is willing to take some risks. Ich weiß, dass Dirk bereit ist, ein paar Risiken einzugehen. And in Gabi bringing this question here. Und Gabi, weil sie diese Frage hier gestellt hat. She's in. Let me ask you if this is true or not. That you really. Weiß, that you are inviting Dirk into a more intimate, bonded, closer, connected relationship with you. Ist es, dass du Dirk einlädst in eine enger verbundene, mehr verbundene Beziehung mit dir? The question is, who does the dishes, right? So die Frage ist, wer macht den Abwasch? Also ich habe mich eigentlich sehr darüber geärgert, also inklusive eben, wer das Risiko des ausgeglichenen Kontos hält und wann ja. The risk, you know, is looking for the balance. Wait, what? But who's taking the risk for the balance, Jeff? Who's taking responsibility? Yeah, responsibility. Die Verantwortung dafür übernimmt. Responsibility for the balance checkbook. Okay. Und bei mir ist angekommen, so diese Befürchtung, so Frau am Herd und sein, so ganz selten man macht. The woman at the oven cooking and doing that things. Und ich stelle mir eigentlich eher für mich vor, was auch mit dem Konto verbunden ist. Which is connected with the account somehow. Aber dass ich auch eine andere Aufgabe in meinem Leben habe. That I have another task in my life and able to develop and do something else. Also auch in meiner Arbeit, in meiner Berufstätigkeit, dass ich mir sehr wünsche, dass Dirk mich dann auch unterstützt, wie ich das umgekehrt. And I really would like to have Dirk supporting me too. Did your mother work? Hat deine Mutter gearbeitet? Ja, als ich 13 war, so lange Jahre nicht gearbeitet. She didn't work for long years, but when I was 13, she worked. So, like this is what we're up against. So das ist das, was wir uns mit auseinandersetzen müssen. Is that that in our culture? Das ist in unserer Kultur. Men have been valued by from their doing. So das ist wertvoll für den bewertet worden sind wertvoll war für die Männer an ihrem Tun. And women have not been valued for their being. Und Frauen sind nicht dafür bewertet worden oder für wertvoll erachtet worden durch ihr Sein. So in the talk before, I didn't even start to talk about what the women's job is yet. So vor der Pause habe ich noch nicht mal angefangen darüber zu reden, was die Aufgabe der Frauen ist. And that's what I'd like to start to talk about now. Und das ist das, was ich jetzt anfangen möchte, gerne darüber zu sprechen. Because what woman is not about a career. So was Frau sein bedeutet ist, da geht es nicht um eine Karriere. I knew I was gonna get in trouble. Ich wusste. And I'm also, what I don't want to create here is an argument about what a woman is supposed to do and what a man is supposed to do.
Und was ich hier nicht kreieren will, ist eine Argumentation, was eine Frau zu sein hat und was nicht. You guys are going to get a lot more than your 15 D-marks worth of conversations for, you know, for the next 6 months. Yeah, so richtig. What happened? Ihr kriegt eigentlich sehr viel mehr wie eure 15 Mark für die Konversation, was hier eigentlich wirklich passiert. Let me ask you a couple questions. Lass mich dir ein paar Fragen stellen. If Dirk as a man, wenn Dirk als Mann handled the physical considerations about your life, all die physischen Wichtigkeiten und Haltungen über dein Leben regeln würde, not as a victim, nicht als Opfer, you know, like, oh man, I have to do all this work. Nicht also, oh Mensch, ich muss all den Scheiß machen. Jesus, I've carried the garbage can out 6 times. Oh, can't Jesus. You even do it once? Ich habe den Abfall schon 6 Mal rausgetragen, kann ich einmal raustragen? You know, he does it like, you know, a man. Er tut's wie ein Mann. It's handled.